Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Video aus meinem Tiger Zoo. Ganz vielen Dank fürs Einschalten, fürs Dranbleiben oder auch das erste Mal dabei sein. Ja, Runde 2 sozusagen nach meiner kleinen großen langen Pause und ihr braucht keine Angst haben, es geht heute nicht nur um die Gestaltung des Vorplatzes. Ich denke mal, das dürfte auch das Vorschaubild so ein bisschen verraten haben. Das letzte Video lief nicht ganz so gut, warum weiß ich auch nicht, vielleicht muss ich mich erstmal hier so ein bisschen eingrooven. Das Videomaterial, was ihr hier seht, das ist tatsächlich noch ein bisschen älter, wird dann aber auch durch neues Material hier ergänzt. Und ich habe heute mal so ein bisschen die Reihenfolge hier der Aufnahmen verändert. Einfach mal so zum Probieren, weil wenn man ständig hier immer so auf die Bauweise der Gebäude klickt und das immer alles so in der richtigen Reihenfolge sieht, kann es vielleicht auch ein bisschen langweilig werden. Und dadurch, dass das Ganze hier auch ein Speedbuild ist, habe ich auch so ein bisschen die Möglichkeiten, damit ein bisschen zu spielen. Und habe heute einfach mal versucht, kleine Unterbrechung einzufügen und das Ganze vielleicht mit anderen Aufnahmen ein bisschen interessanter zu machen. Also erstmal gibt es hier vorne so ein bisschen den Übergang, den eigentlichen Haupteingang zu meinem Zoo, der hier an diesem Vorplatz anschließt. Denn bevor man hinzukommt, hat man ja diesen riesengroßen Vorplatz. Am Ende fehlen tatsächlich noch, jetzt muss ich überlegen, ein Gebäude, glaube ich, welches noch nicht fertig ist und auch in diesem Video nicht fertig wird. Konzentriere mich erstmal noch auf dieses linke Gebäude, was hier so diesen rosa-orangen Flamingo-Touch hat, diese Farbe zumindest. Da gibt es heute noch ein bisschen was vom Innenausbau zu sehen, der auch ein bisschen, hackt. Denn das Spiel hat wieder irgendwie so seine eigenen Macken, stürzt ganz gerne mal ab und das ist tatsächlich frustrierend, wenn man dann immer wieder von vorne anfängt, weil man eigentlich, wenn man im Fluss ist und baut, nicht ständig speichert. Macht Planet Coaster ein bisschen anders, da gibt es diese Autospeicherfunktion, ich weiß gar nicht, müsste lügen, ob ich die jetzt hier auch mal gefunden habe. Also bis jetzt zumindest nicht, aber ob es die gibt, meine ich, kann ich jetzt gar nicht auf Anhieb sagen. Und das jetzt ist ein neues Material. Obwohl ich mich hier auch nochmal mit dem Durchgang beschäftige, ja, ist richtig. Aber wenn wir hier am Ende des Durchgangs sind, der auch so richtig schön über den Bahnhof führt, für den ich immer noch keine Idee habe, wie ich den von oben tatsächlich gestalte, gebe ich zu. Kommen wir zum Anlegen eines neuen Geheges. Und schon Ewigkeiten steht da auf der Freifläche so ein kleines Schild, welches Tier da rein soll. Ich habe jetzt überlegt, ob ich da... ich habe mir jetzt nämlich das neue... Was heißt das neue? Aber die Erweiterung gekauft zu der Halloween-Zeit, diese Nachtwesen oder wie das hieß. Aber nein, ich habe hier tatsächlich so, wie es geplant war, den Elch reingepackt. Und nimm noch hier diesen natürlichen Wasserlauf, sage ich mal, so ein bisschen von dem Hirsch- und Rehgehege mit rüber. Den es eigentlich nicht gibt, der ist nur angedeutet, aber einfach um eine Wasserquelle hier drin zu haben, damit man da nicht immer diese einzelnen Getränkeversorgung sozusagen oder Trink, weiß gar nicht, wie das heißt, ertränken mit einbauen muss. Das erledigt nämlich dann hier so das Wasser von alleine. So, jetzt geht es wieder zurück zum Gebäude. Und da seht ihr es, vorhin waren die Hölzer etwas anders, die hier die Tür so ein bisschen verdecken sollen. Und ich glaube, hier ist mir das Spiel 3-4 Mal abgestürzt und das war richtig abartig. Musste ich immer alles wieder neu nachbauen. Deswegen gibt es hier an dieser Stelle auch schon wieder einen Schnitt und die Teile, die ich möchte oder haben möchte, die waren hier schon wieder an der anderen Wand.
Ich glaube, die Tür habe ich am Ende letztendlich doch mit einer ganz normalen Tür verdeckt und die gar nicht weiter gebaut. Da geht es eigentlich nur zu einem versteckten Mitarbeitergebäude rein und bot sich einfach an. Und damit es hier drin nicht so langweilig aussieht, gibt es ein bisschen Deko. Ich habe einfach mal so einen Teppich genommen und benutze ihn einfach mal als Bild. Fand ich ganz lustig an dieser Stelle. Und jetzt geht noch mal kurz nach draußen. Und damit diese Tür nicht so langweilig wird, gibt es ja auch eine kleine Umrandung, dann hier eine geschlossene Tür vorzubauen. Das wäre ein bisschen blöd, glaube ich. Das würde nicht so wirklich passen. Und das Einzige, was ich hier auch immer noch vergesse, ist, dass die Leute nicht nur durch den Türspalt durchgehen, die Gäste, sondern die ganze Wegbreite ausnutzen. Da muss ich noch dementsprechend so eine kleinen unsichtbaren Sperren oder Barrieren mit einbauen. Das vergesse ich auch leider immer, wenn ich hier richtig am Bauen bin, weil ich weiß immer nicht, wie die im Spiel heißen und ja, dementsprechend vergesse ich das. Die Wege waren mir ein bisschen, oder der Platz war mir ein bisschen zu bunt, deswegen gibt es hier auch mal eine ganz kleine Überarbeitung. Das Muster habe ich ausgetauscht, fand ich dann am Ende ein bisschen schöner und damit es nicht ganz so karg aussieht. Ja, gibt es hier auch nochmal die schönen Bäume, die Schalen, die ich irgendwann mal am Anfang gebaut hatte. Und dann sollte es eigentlich an die Gestaltung des neuen Gebäudes gehen. Aber wie gesagt, heute mache ich mal alles ein bisschen anders. Wenn es gefällt, sagt das, schreibt das unten in die Kommentare. Dann kann ich es generell so handhaben. Wenn ihr sagt, nee, das findet ihr total bescheuert, dieses Rumgespringe ist doof, dann lasst es mich natürlich auch wissen. Dann überlege ich, wie ich es am Ende tatsächlich mache. So, die Gehege, die Größe der Gehege, die artet ja immer so ein bisschen aus. Große Tiere sind es am Ende, die hier reinkommen und dementsprechend muss das ja auch ein bisschen größer gestaltet werden. Zwischendurch habe ich irgendwann gemerkt, dass der Eingang hier zu niedrig ist. Die Tiere sind überhaupt nicht reingegangen, haben sich da nicht reingelegt und reingesetzt und sich ausgeruht. Das habe ich tatsächlich fürs nächste Video korrigiert und auch die Bedachung, die wird so nicht bleiben. Da kommt tatsächlich was anderes nachher später noch drauf, denn ja, das kriegt man manchmal beim Bauen erst so mit oder wenn man mal so Tiere beobachtet oder auch mal durch die Fenster guckt, die irgendwann hier später kommen, wo die Gäste dann auch durchschauen können, dann sieht manches nicht ganz so stimmig aus und dann überlegt man, denkt man drüber nach, wie man das eventuell korrigieren kann. Und dementsprechend sieht das im nächsten Video ein wenig anders aus. Jetzt einmal wieder zurückgesprungen zum Vorplatz und eigentlich steht da unten auf dem kleinen Schild Souvenirs, also sollte hier wieder so ein kleiner Laden rein. Aber eigentlich gibt es den auf der linken Seite auch schon. Und das hat mich hier an dieser Stelle, als ich das Dach gebaut habe, noch nicht so wirklich interessiert. Ich wollte ja auch mal eine andere Dachform haben, nicht so eine, wie ich sonst auch immer dieses Kupferdach benutzt habe. Überlege ich aber trotzdem auch schon wieder, ob ich das ändere. Weiß ich noch nicht genau. Noch steht es so, wie es ist. Aber damit es nicht ganz so langweilig ist, gibt es hier ein paar kleine Gauben. Und die habe ich alle so ein bisschen selbst gebastelt. Also nicht so eine Standardgaube genommen, wie das Spiel uns gibt. Ich denke, so wie sie jetzt aussieht, ist das ganz, ganz passig, würde ich sagen. Und die Fenster sind natürlich auch noch ein kleines bisschen, die kriegen noch ein kleines bisschen extra Deko. Wie gesagt, da hinten steht Souvenirs, das wird es am Ende nicht. Ich habe mich dann tatsächlich mal für ein Vivarium entschieden. Ich wollte einfach nur, dass die Gäste auch hier vorne ein bisschen mehr rumlaufen und sich ein paar Sachen angucken und ich als Zoobetreiber hier natürlich vorne auch ein bisschen Kohle mache. Das macht man, also die Vivarien sind dafür eigentlich relativ gut geeignet, da stellt man dann immer so eine Geldtonne daneben und dann funktioniert das. Deswegen habe ich dann hier auch zur Abwechslung hier vorne einfach mal was anderes hingebaut. Wenn es dann nach dem nächsten Schnitt, der ist diesmal so geblieben,
Da sind sie, die habe ich mittig gepackt und dann mich hier mit den Wegen rumgeschlagen. Ja. Zum Anfang wollte ich das Gebäude ein bisschen nach hinten ziehen, das habe ich mir dann geklemmt. Weil es dann mit der ganzen Wegführung auch wieder nicht geklappt hätte. Das war so schon ein Akt. Es geht tatsächlich nur eine kleine, nur ein 4 Meter Weg von den 8 geht hier wirklich rüber. Da muss ich aber später noch, oder habe ich es vielleicht schon, das weiß ich gar nicht, noch einen Fußboden einsetzen oder hinzufügen, sodass es dann hier vorne nicht auffällt. Ja, welche Tiere da reingekommen sind, das habe ich erstmal nicht aufgenommen. Ich glaube, da ist ein Salamander drin gelandet und eine Spinne, müsste ich jetzt überlegen, weiß ich nicht. Hätte ich dann natürlich noch austauschen können gegen diese neue Fledermaus. Aber das kann man ja später auch noch machen. Oder ist es gar kein Vivian-Tier geworden? Ich weiß es gar nicht. Also ich habe mir dieses Paket zwar gekauft, aber der Bauteile wegen, aber noch nicht wirklich mich damit beschäftigt, welche Tiere da alle drin sind. So, und damit es zumindest für die Tiere schon mal ein bisschen gemütlich wird, damit die hier einziehen können, gibt es schon ein bisschen Bewaldung und Begrünung und auch ein paar Felsen. Das wird sich natürlich zum nächsten Video, welches es dann noch geben wird, ja, drastisch ändern. Also hier muss noch ganz, ganz viel Wald rein. Natürlich auch so, dass das für die Besucher nicht zum Nachteil wird. Also die sollen schon noch viel sehen können von den Tieren. Ich habe mich dafür entschieden, dass es einen Zaun gibt, der wieder ganz viele Glasflächen mit drin hat. Den baue ich auch selbst, auch wenn ich den erstmal hier so anlege mit der Holzwand. Aber das ist einfach erstmal dafür da, um zu gucken, in welche Richtung das Ganze geht, wie groß das Gelände an sich sein soll. Ich habe es dann später auch noch ein kleines bisschen verkleinert. Fand ich dann doch wieder zu groß, muss aber gucken, wie das mit den Tieren so später hinkommt. Ja, bis an diese Stelle. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin erstmal gefallen. Ihr bleibt noch und bleibt natürlich noch dran, um auch den Rest des Videos zu verfolgen. Ja, schreibt eure Meinung zum Video, zur Gestaltung, wie auch immer, in die Kommentare, würde mich freuen. Und dann hoffe ich einfach, sehen wir uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis dahin und ciao, ciao! Now it's supposed to feel